Tavernengeschichten. Ein Lied des Verlusts und der Rache. Kapitel 1. Die Umzingelung. Die dunklen Höhlen der vierten Ebene von Stonehell verbargen mehr, als sich die Gruppe um Orianna je hätte vorstellen können. Das Gewirr von Gängen und Kammern erstreckte sich in einer Dunkelheit, die nicht nur physisch, sondern auch emotional bedrückend war. Zusammen mit einem neuen Krieger namens Friedrich, dem vertrauten Karu und Marinette, einer klerikalen Dienerin, wagten sie sich in diese unerforschten Tiefen. Die Atmosphäre in der Höhle war gespannt und das Echo ihrer Schritte hallte durch die steinernen Gänge. Ein Gefühl von Unruhe und Unsicherheit begleitete sie, als ob die Höhle selbst ein Bewusstsein besäße, das ihre Anwesenheit spürte. Plötzlich, wie Schatten aus dem Nichts, tauchten die Oger auf. Riesige, dunkle und wilde Gestalten umringten die Gruppe. Die Waffen der Oger glänzten bedrohlich im schummrigen Licht der Höhlen, während das dumpfe Grollen ihrer Anführer eine unheilvolle Vorahnung verbreitete. Speere, Schlachtmesser und Hieb- und Stichwaffen schienen die Dunkelheit zu durchdringen. Der Kampf entfaltete sich in einem Chaos aus Lärm, Schreien und dem dumpfen Aufprall von Waffen auf Rüstungen. Die Unholde waren zahlreich, ihre Körper riesig und mächtig. Die Gruppe versuchte verzweifelt, sich zu verteidigen, aber die Übermacht der Unholde war erdrückend. Dynamit explodierte, doch die Unholde trotzten den Explosionen, als wären sie durch eine unheimliche Magie geschützt. Ein verzweifelter Fluchtversuch führte die Gruppe direkt in eine raffinierte Speerfalle der Oger. Der Raum verengte sich und die Gruppe sah sich in die Enge getrieben. Der Zwergenhauptmann in seiner imposanten Zwergenrüstung lachte sich ins Fäustchen, begleitet von einer fettäugigen magischen Ogerschamanin und einer Streitmacht von Wachen. Die Gefährten wurden überwältigt, gefesselt und in einen dunklen Raum geschleppt. Die Hoffnung auf Diplomatie schwand schnell, als die Oger klare Forderungen stellten. Die Freiheit könne nur durch das Töten von Bären oder den Tod von Berserkern erkauft werden. Ein Sprecher wurde freigelassen, die anderen fünf blieben in der Gewalt der Unholde. In der bedrückenden Stille des Gefängnisses stellte Marinette die absurde Forderung, dass sich jemand opfern solle. Der Raum füllte sich mit einer bedrohlichen Aura, als die Realität der Gefangenschaft eindrang. Der dunkle Raum wurde zum Gefängnis der Hoffnung und die Gruppe erkannte, dass ihre einzige Aussicht auf Freiheit in einem finsteren Handel mit dem Tod bestand. Die Nacht der Gefangenschaft brach an, begleitet von der Schwere des Verlustes und der Gewissheit, dass die Ogerarmee nicht zu Verhandlungen auf Augenhöhe bereit war. Die Höhlen von Stonehell bewahrten ihre Geheimnisse, während Orianna und ihre Gefährten in der Dunkelheit um ihre Freiheit kämpften. Kapitel 2. 1000 Tränen. Die Tage in der Gewalt der Oger vergingen wie eine endlose Finsternis, durchzogen von unaufhörlichem Regen, der die Atmosphäre der Gefangenschaft noch bedrückender machte. Die Ogerarmee, wie ein Schatten über ihren Köpfen, bewachte das Verlies, während die Gefangenen auf eine Möglichkeit zur Flucht oder Rettung hofften. Die Kälte der Höhlenwände schien bis in die Knochen zu dringen und das monotone Trommeln des Regens verstärkte das Gefühl der Einsamkeit. In dieser trostlosen Gefangenschaft wurden die Tage von Anuks trauriger Feder festgehalten, während sie Orianas Tagebuch führte. Die letzten Worte der Seite waren verschmiert, als hätten Tränen das Papier getränkt und die Tinte verwischt. Doch zwischen den Zeilen blieb eine Geschichte von Verlust und Trauer, von einem mächtigen Magier namens Schatten, der sein letztes Abenteuer erlebte. »Der mächtigste Zauberer, mein Freund«, begann Anuk ihre Niederschrift, und die Worte flossen wie ein Strom von Erinnerungen aus ihrer Feder. »Der letzte Regen für dich, der letzte Atemzug für dich und 1000 Tränen für mich.« Die Erinnerungen an Shadow wurden in Anuks Worten lebendig, als sie von seinen Taten, seinen Kämpfen und seiner Persönlichkeit erzählte. Stolzer und starker Shadow, ein Mann der Tat, der Schwerter zaubert, die auf seine Feinde herabregnen. Der letzte Kampf für dich, das letzte Abenteuer für dich und 1000 Tränen für uns. Die Worte der Trauer und des Abschieds durchzogen die Zeilen, und das Geschriebene war geprägt von Erinnerungen an vergangene Begegnungen und gemeinsame Abenteuer. Anuk erinnerte sich an den Moment, als Shadow Orianna völlig nackt sah, als er sich opferte, um Faelor zu retten, an den Verlust seiner Hand und an seine Reise vom Jüngling zum reifen Mann.
Die Erinnerung an Schatten, der beinahe von Gargoyles verschlungen und nur durch das Heilamulett gerettet wurde, durchzog die Zeilen wie ein fernes Echo aus der Vergangenheit. Anooks anfängliche Abneigung gegen Magier wandelte sich in Bewunderung für Shadows Aufrichtigkeit und Hingabe. »Du warst sehr mächtig, mein Freund«, schrieb Anook lächelnd, obwohl er traurig und erschöpft war. »Immerhin waren 5 Oger nötig, um dich zu töten. Ich wette, du hättest gegen 3 gewonnen. Verdammte Oger! Wir werden euch nie verzeihen. Und wenn ihr Orianer etwas antut, dann sprenge ich eure verdammten, beschissenen, verfluchten Nester in die Luft.« Dornax, der die Tragödie nicht fassen konnte, verschwand in seiner Verzweiflung. »Mögen die schöne Dryadin und Akatosh über dich wachen, mein Freund. Ruhe in Frieden«, beendete Anook ihren Eintrag, während die Tinte die Leere des Verlustes zu füllen schien. Anook fragte nach den Umständen, die sie in den Norden geführt hatten, und Dornax brach sein Schweigen, um die Geschichte der Bärenjagd zu erzählen. Doch selbst inmitten der Erklärungen und der Suche nach Trost durch einen Handel mit den Ogern war Shadows Geist allgegenwärtig. Der Verlust war nicht nur körperlich spürbar, sondern auch in den Herzen derer, die ihn kannten und liebten. Kapitel 3 – Die Suche nach Trost. Die Tage der Gefangenschaft zogen sich zäh dahin, während die Ogerarmee Orianas Gefährten wie Beute in ihrem eigenen Höhlenkerker bewachte. Die Kälte und die Feuchtigkeit der Höhlen schienen die Widerstandskraft der Gefangenen auf die Probe zu stellen, während die regnerischen Tage die Aussicht auf Rettung immer trüber werden ließen. Dornax, gezeichnet von Trauer und der Unfähigkeit, seine Freunde zu beschützen, fand wenig Trost in den kargen Gefängnismauern. Sein Geist war geplagt von den Bildern der vergangenen Ereignisse, von den Schatten der Oger und vor allem von der Erinnerung an Shadow. Die unerbittlichen Regenschauer, die Tag für Tag auf das Verlies niederprasselten, schienen ein trauriges Spiegelbild der endlosen Tränen zu sein, die in den Herzen der Gefährten flossen. Die Atmosphäre im Gefängnis war bedrückend. Die Fackelträgerin, einst lebendig und voller Lebensfreude, war verstummt. Die Gedanken der Gefangenen kreisten um die vergangenen Tage, als die Gruppe noch vereint und stark durch die Höhlen zog, bevor die Ogerarmee ihren Weg kreuzte. Anook, die Wirtin und Chronistin der Gruppe, dachte über die Worte nach, die Dornax niedergeschrieben hatte. Die Absurdität der Forderungen der Unholde und die grausame Situation, in der sie gefangen waren, hinterließen einen bitteren Nachgeschmack in ihren Gedanken. Doch in der Dunkelheit des Gefängnisses suchte sie nach einem Funken Hoffnung, nach einer Möglichkeit, ihre Freunde zu befreien und sich an den Unholden zu rächen. Die Zeit verging und ihre Gedanken wanderten zu Orianna, der Anführerin der Gruppe. Ihre Entschlossenheit und ihr Schwur in jener dunklen Nacht hallten in den Köpfen der Gefangenen wider. Doch während die Ogerarmee über ihnen thronte, schien die Rettung in immer weitere Ferne zu rücken. Die Zeit verging und die Gefangenen harrten aus, während draußen die Welt im nassen Grau der Regenschauer versank. Die Dunkelheit der Höhlen wirkte wie eine Metapher für die ausweglose Situation, in der sie gefangen waren. Doch selbst in dieser Trostlosigkeit glimmte ein Funken Hoffnung. Marinettes kühne Bitte, dass sich jemand opfern möge, war bei all den Kameraden nicht in Vergessenheit geraten. In der Stille des Gefängnisses dachte man über die Absurdität, aber auch über die Verzweiflung nach, die solche Gedanken hervorrufen konnten. Das Gemeinschaftsgefühl, das sie bis dahin zusammengehalten hatte, wurde auf die Probe gestellt, als sie sich fragten, wie viele Opfer sie bringen könnten, um die Freiheit der anderen zu sichern. Dornax, von Schuldgefühlen und den Bildern der Vergangenheit geplagt, fand einen Ausweg in der Bewegung. Das monotone Klappern seiner Schuhe auf dem feuchten Höhlenboden war wie der Rhythmus seines inneren Kampfes. Joggen als Flucht vor den Gedanken, als Versuch, die Realität zu überwinden. Anook sah Dornax nach, als er im Schein der Fackeln verschwand. Die Worte, die er in die Welt hinausrief, hallten nach: »Mögen die schöne Dryadin und Akatosh über dich wachen, mein Freund. Ruhe in Frieden.« Während die Worte verklangen, stand die Frage im Raum. Wie konnten sie sich aus dieser trostlosen Lage befreien und das Andenken an Shadow ehren? Weitere Tage vergingen im Gefängnis der Oger, und während draußen der Regen unaufhörlich niederprasselte, wurde die innere Dunkelheit der Gefangenen nur von der zarten Flamme der Hoffnung erhellt, die in ihren Herzen brannte. Im Schatten der Ogerarmee formten sich leise Pläne, und der Wunsch nach Freiheit wurde zu einem leisen, aber beständigen Trommeln in den Köpfen der Gefangenen.
Der nächste Akt dieser gefährlichen Höhlensaga wartete darauf, geschrieben zu werden.